Unverzagtheit bei Rückenschmerzen. Ein Eintrag im Yoga-Vidya-Lexikon der Tugenden zum Thema Unverzagtheit unter das Thema gestellt Rückenschmerzen AD, daher auch Teil des Rückenschmerzen AD-Podcasts. Unverzagtheit. Wenn du Rückenschmerzen hast, dann kann dich das ganz schön bedrücken. Rückenschmerzen können kurzfristig da sein, sie können auch langfristig da sein. Mein Tipp wäre aber, behalte eine gewisse Unverzagtheit. In der Mehrheit der Fälle kommen Rückenschmerzen plötzlich und gehen entweder plötzlich oder schrittweise. Es gibt Menschen, die bekommen immer wieder so eine kleine, ja, man kann sagen, Hexenschuss oder eine plötzliche Verspannung im Gesäß oder eine plötzliche Verspannung im Nacken. Und die bleibt dann ein paar Tage und verschwindet dann auch wieder. Es gibt auch Menschen, bei denen bleiben diese Rückenschmerzen nur sehr kurz. Zum Beispiel nur ein paar Stunden oder Minuten. Es gibt andere, bei denen bleiben sie länger. Jetzt gibt es manche Menschen, die gehen dann zum Arzt und es ist durchaus auch mal gut abzuklären, ob du vielleicht etwas Schwereres hast. Denn es könnte ja auch sein, dass Rückenschmerzen Zeichen sind für Knochentumore, für Nierenprobleme, für Nierensteine, für Borreliose, für alles mögliche andere. Daher ist es schon auch mal gut, das abzuchecken. Aber manchmal das Problem, wenn du zum Arzt gehst wegen Rückenproblemen, dann kriegst du alle möglichen Diagnosen. Manche Ärzte sagen, du hast Rundrücken oder Skoliose oder du hast Bandscheibenvorfall. Prompt denkst du, du hast was Ernsthaftes. Aber ich würde dir dort zu Unverzagtheit raten. Die meisten Menschen haben Haltungsabweichungen, die meisten Menschen über 50 haben irgendwelche Knochenveränderungen in der Wirbelsäule. Das hat typischerweise mit Rückenschmerzen nichts zu tun. Die meisten Menschen haben einen kleineren Bandscheibenvorfall, manchmal auch größere. Auch das hat meistens nichts mit Rückenschmerzen zu tun. Eine gewisse Unverzagtheit ist dort hilfreich. Und selbst wenn du Rückenschmerzen hast, die mit Bandscheiben etwas zu tun haben, was du zum Beispiel daran erkennst, dass Nackenschmerzen irgendwo auch zu Gefühllosigkeit im kleinen oder kleinen Finger und Ringfinger führen oder dass Rückenschmerzen im unteren Rücken einhergehen mit Gefühllosigkeit in einem Teil des Fußes, selbst da kannst du unverzagt sein. Bandscheiben heilen typischerweise innerhalb von 6 Monaten bis 2 Jahre. Rückenschmerzen gehen normalerweise in dieser Zeit weg, oft auch schon vorher. Eine gewisse Unverzagtheit ist hilfreich. Und selbst wenn du jetzt schon chronische Schmerzen hast, auch hier zeigt die Erfahrung, die meisten Menschen, fast alle, die mal eine Weile intensive Rückenschmerzen hatten, selbst wenn sie ein paar Monate, schon 1, 2 Jahre gehabt haben, irgendwann gehen sie weg. Ich kenne jetzt kaum jemanden, bei dem die Rückenschmerzen gleichmäßig dauerhaft bleiben. Bei manchen kommen sie, dann gehen sie wieder weg und kommen wieder. Auch hier würde ich dir zur Unverzagtheit raten. Vielleicht kommen sie irgendwann nicht wieder. Vielleicht findest du irgendwann das, was dir genau hilft. Auch eine gewisse Unverzagtheit. Wenn dir das eine oder andere nicht geholfen hat, überlege noch mehr. Gerade in diesem Rückenschmerzen-AD-Podcast gebe ich dir ja viele verschiedene Möglichkeiten. Immer wieder mit Unverzagtheit probiere etwas Neues aus. Das kann dir irgendwann den Durchbruch geben. Und manchmal gilt es auch einfach nur abzuwarten. Körper hat eine große Neigung, sich selbst zu heilen, gerade wenn man sich nicht zu viel Sorgen macht. Eine gewisse Unverzagtheit an sich kann dir helfen, dass Rückenschmerzen nicht chronifizieren. Das war also ein Eintrag im Yoga-Vidya-Lexikon der Tugenden über das Thema Unverzagtheit, insbesondere Unverzagtheit auch gegenüber Rückenschmerzen und bei Rückenschmerzen. Ein gewisser Tipp, lass dich nicht von Rückenschmerzen beherrschen. Dein Körper mag Rückenschmerzen haben, du kannst dich davon lösen und du kannst mit Unverzagtheit vieles machen, selbst wenn du Rückenschmerzen hast. Und auch wenn du Rückenschmerzen hast, typischerweise vergehen sie. Mindestens stirbst du nicht daran. Und es gibt vieles, was du machen kannst, um Rückenschmerzen zu überwinden.